Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei seinem Huawei Smartphone einen Hard- bzw. Factory Reset richtig durchführen kann, wenn man zum Beispiel sein Passwort vergessen hat oder das Handy einfach auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchte. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert bei fast allen Modellen relativ ähnlich und man muss sich aber bewusst sein, dass danach auch wirklich alle Daten vom Handy komplett gelöscht sind. Und zuerst einmal sollten wir es jetzt ausschalten. Deswegen den Power-Button auf der rechten Seite länger gedrückt halten, bis hier einmal Ausschalten kommt. Und natürlich möchte ich zum Ausschalten das Ganze auch noch antippen. Als nächstes müssen wir mit unseren Fingern mal gleichzeitig den Power-Button und gleichzeitig auch den Lautstärkenregler nach oben drücken und vor allem auch gedrückt halten. Nach circa 10 Sekunden erscheint auch schon das Huawei-Logo und kurz darauf sind wir auch schon im richtigen Hauptmenü gelandet. Nun müssen wir entweder per Touch auf Clear Data, also auf unseren zweiten Punkt gehen, oder aber auch wir können wieder mit dem Lautstärkenregler nach unten einmal hier navigieren und mit dem Power-Button bestätigen. Als nächstes klicken wir auf den obersten Punkt Factory Reset und als Bestätigung müssen wir jetzt noch Yes eintippen und anschließend wieder auf Factory Reset draufklicken. Im nächsten Punkt bekommen wir noch den Hinweis, dass wenn das Handy schon mal mit einem Google-Konto verknüpft war, dass wir uns anschließend auch über dieses Google-Konto wieder anmelden und somit auch identifizieren müssen. Bei mir passt das soweit, weswegen ich jetzt auf Factory Reset gehe und wir können sehen, dass es auch schon gestartet hat. Bei mir hat alles funktioniert, weswegen ich jetzt einmal auf Back gehe, anschließend auf Restart und somit startet sich das Handy jetzt auch schon neu. Und wir haben ein Hard- bzw. Factory Reset richtig durchgeführt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.